Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Simulator 4, der Danish Bitters. Wir haben heute mal ein Szenario zu fahren, und zwar fahren wir heute einen Holzzug, also soll mir zumindest, wurde mir zumindest gesagt, und ich würde sagen, wir besteigen mal unsere BR-185 und schauen mal, was der Tag uns so bringt. So, nehmen wir die Tür zu. Dann sollen wir die Batterie aktivieren, dass diese befindet sich. Dann müssen wir erstmal hier einsteigen. Ah, okay, dann war ich jetzt zu schnell. Natürlich. Wir fahren, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Guten Morgen, da machen wir erstmal wieder zu. Ich muss mal hier einsteigen. Jetzt schon Kollege. So. Habe ich doch. So, dann sollen wir uns hinsetzen. Fahrtrichtung sollen wir nach vorwärts verlegen. Achso, neutral, sorry. Die Bremsen aufzuladen. Was passiert hier? Ihr seht's. Was ist passiert? Dann sollen wir die auf voraus, das wäre so vorwärts, die Bremse auf volle Leistung stellen. Dann wieder auf Position 1b, natürlich Bremsprobe und so weiter. Stellen Sie den Stromabnehmer auf Heben, natürlich. So, schalten Sie die Lichter ein. Lösen Sie die Parkbremse. Lösen Sie die Zugbremse und fahren Sie los, wenn Sie bereit sind. Wir sind bereit. Aber wir müssen natürlich die AB noch einstellen und die Zugsicherungssysteme. AFB. So. Dann können wir loslegen. So. Und vor dem roten Signal anhalten, das macht Sinn. Befreien. Beeinflussung. Zwanzig dürfen wir immerhin. So, dann schleichen wir uns geschmeidig an das rote Signal, an dem wir anhalten sollen. SIFA, SIFA. Und zwar nennt sich dieses Szenario Frachtwechsel aus dem geführten Eisenbahnerlebnis. SIFA, SIFA. So, vorne ist dann der Zielpunkt. Bahnübergang natürlich geschlossen, logischerweise. Thank you.
Sifa, Sifa. Beantragen Sie Zugang zum Rangierbahnhof. Gut, das müssen wir natürlich über den Fahrdienstleiter machen und der befindet sich hier. Fortfahren gemäß Signalbilder. So, das haben wir getan. Das hat was registriert. Gut. Die Bremsen lösen und uns an den Wagenpark heranfahren. Zugbeeinflussung. Wenn dort ein RE fährt. So ist was, machen wir es aber vollkommen professionell, denn wir müssen natürlich den Stromabnehmer senken, bevor wir hier kuppeln. Ach, ich honk. Alles klar. Sind noch gar nicht dran. Ah, da war ich wieder zu schnell. Mein Gott, wenn man nicht mit dem Kopf dabei ist. So, jetzt aber. Sind wir jetzt dran? Ja, gut, dann können wir den auf neutral. So, wir müssen nämlich im realen Leben auf jeden Fall immer die Stromabnehmer senken, bevor man gekuppelt wird. Und, das macht man natürlich hier so, wie es im Real im Vorbild sein soll. So, jetzt müssen wir nämlich den Hauptschalter auch ausstellen. So. Lösen Sie die Zugbremse. Jetzt aber ausmachen. Und dann sollen wir natürlich in einen anderen Führerstand uns begeben. Können aber hier noch die AFB ausmachen. Müssen wir jetzt auf Null setzen und auch ausmachen. Denn so, machen wir alles aus hier. So. Dann können wir den Führerstand verlassen und uns in den anderen begeben. So. Zack. Schalten Sie die Lichter ein. Zack. Erstmal auf neutral. Und natürlich die Lok wieder aktivieren müssen. Und natürlich AFB. So. Die Zugsicherungssysteme. Zack. Wieder ein RE. So. Bremse auf volle Leistung. Auf 1B. Stellen Sie Strom auf. Eben geschlossen. Das haben wir doch schon gemacht. Verpassen.
So, jetzt können wir losfahren. Lösen. Und auf geht's. Dann haben wir 9,2 Kilometer bis nach Hagen. Ein bisschen mehr Leistung hier aufschalten. Ryan. Geht's? Nach wie vor 40. Da seht ihr mal, wie lang der Zug ist. Im letzten Mal haben wir jetzt erst einen Bahnübergang passiert. Dann sind wir gleich 60, dann 100, das ist sowieso Schluss. Nach wie vor natürlich 40, dann ist über 60. Zu tun. Weiß nach dem anderen. Ein Kollege mit dem Holzzug, aber. Siva. Ich denke, 120 dürfen wir auf jeden Fall. Siva.
So, dann sind wir auch gleich schon in Hagen. Dort dürfen wir dann die Wagen abkuppeln. Sie fahren. Ja. Wunderschön. So. Noch mal ein bisschen nachher gehen, dann bin ich gleich rot. Sie fahren. Zugbeeinflussung. So. Ein hübsches rotes Signal vor uns. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ist wieder grün, aber trotzdem dürfen wir nur 50. Das ist sogar eine 40. Sie fahren. Zugbeeinflussung. So. Fahren wir einmal links rüber. Ins Abzweiggleis. Oder aufs Abzweiggleis. Wunderschön, wunderschön.
50 dürfen auf jeden Fall. Haben wir keine Oberleitung mehr oder was? Hier ist was los. Irgendwie habe ich ein dummes Gefühl. Warum fahren wir? Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ah, jetzt wird es weniger. Okay. Okay, ich dachte gerade, dass wir falsch fahren, aber das kann ja nicht sein, normalerweise. So, so langsam kommen wir dann noch Hagen näher. So. Zugbeeinflussung. Sifa.
oder wären wir? Sifa, Sifa. So, manuell soll man das machen, das heißt. Jetzt geben Sie dem Weichenwärter Bescheid, dass Sie bereit sind. Okay. Das heißt, wir müssen wieder hier einmal fragen. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Machen wir mal die Zugsicherungssysteme aus, weil wir jetzt am Rangieren sind. Das heißt, wir lösen die Bremsen. Dann langsam los. Steht dann unser zweiter Zug, an dem wir ankoppeln müssen. Perfekt. Besser geht's ja gar nicht. Ist ja perfekt. Dann machen wir das diesmal so. So. Wir können das natürlich wieder umsetzen. Das heißt, die machen wir aus. Die sollen wir lösen. Lichter ausmachen. Absa. Reduziert. Habe ich doch. Ja.
Gut, begeben wir uns zum anderen Prüferstand. So. So. Den nochmal auf. Vorwärts stellen. Den auf volle Leistung. Dann wieder auf 1B. Gehabt. Ja, ich denke, dass wir nun zur Höhle fahren dürfen sollen müssen. Aber das werden wir dann in einem anderen Video machen. Das heißt, wir speichern das Ganze hier ab. Und wie das dann weitergeht mit unserem Holzzug, das seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Sonntag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenspieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.